Breuer Kolo. Einen schönen guten Abend zu Ihrer Lokalzeit. Und das hier ist aktuell vielleicht die bekannteste Schutthalde Nordrhein-Westfalens. Gestern war es noch die 70 Meter hohe und 453 Meter lange Ramedetalbrücke. Heute sind es noch 17.000 Tonnen Bauschutt. Die müssen jetzt aufgesammelt, abgetragen und sortenrein getrennt werden, damit alles recycelt und wiederverwendet werden kann. Das dauert aber noch ein bisschen. Egal. Michael Schneider tritt vielleicht in die Fußstapfen von Angus Young und AC/DC. Die, die wir jetzt sehen, die kommen auch und anders groß raus. Die Includers, eine inklusive Band aus Siegen, die uns zu einer Probe eingeladen hat. Die ist auch so ein bisschen anders, als man sonst vielleicht kennt oder erwartet. Bisschen chaotisch, bisschen schräg, manche Töne sind ein bisschen schief. Das macht aber nichts, beziehungsweise macht es diese besondere Band mit ganz viel Herzblut gerade aus. Super. Ja, und auch das hier ist was zum Angucken, weniger für die gute Laune, aber sehr wichtig. Seit Freitag läuft die Ausstellung mit Fotos und Dokumenten aus dem Sauerland aus der NS-Zeit. Vor 6 Jahren hat Detlef Becker aus Arnsberg-Niedereimer angefangen, alles aus seinem Dorf zur NS-Zeit zusammenzutragen und hat daraus diese Ausstellung gemacht. Und das hier ist eine aktuelle Geschichte, die von Jannis Winter. Er ist Mitte 30, hat gerade einen neuen Job angefangen, ist mit der Familie umgezogen, alles war gut. Und dann war plötzlich alles anders. Nach einer Corona-Impfung wurde Jannis Winter krank und hat seitdem täglich Schmerzen. Er hat Ausfälle, Erinnerungslücken und das Schlimmste für ihn, eine bleierne Müdigkeit. Selten nach einer Impfung, aber auch kein Einzelfall. Jetzt ist Hurra, Hurra, das Mini-Pony mit dem roten Haar da. Hier kommt Pumuckl. Ein kleinwüchsiges Shetland-Pony hatte gestern seinen großen Tag. Denn Pumuckl ist zusammen mit seiner Besitzerin Carola angetreten, um in Eslohe-Koppenrode einen Weltrekord aufzustellen. Bei den NRW-Holzrücke-Meisterschaften. Die Gegner, die haben nicht nur Pony-PS, sondern ausgewachsene Pferdestärken. Und diesen Rekordversuch wollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte den ja tatsächlich mal auf dem Arm bei einem Dreh. Also ne, von wegen Patrick Swayze, der kann einpacken mit seiner Wassermelone. Ich habe ein Pferd getragen. Pumuckl zieht ab, genauso die Schauer über Ense Sievering. Dabei hat Chantal Anders dieses sensationelle Foto gemacht. Dankeschön. Wenn Sie uns auch Bilder von abziehendem Regen schicken möchten, Sie haben ein paar Chancen in den nächsten Tagen, die Aussichten. Beziehungsweise so ein stabiles Hoch ist erstmal nicht in Sicht. Das war der Wochenauftakt aus Südwestfalen mit Sprengstaubresten aus dem Ramedetal. Hier im WDR geht es jetzt weiter mit der Tagesschau. Danach gibt es guten Geschmack mit hoffentlich gutem Gewissen. Es gibt Zitrusfrüchte bei unserem Vorkoster. Ihnen einen schönen Abend. Gerne bis morgen.